Herzlich willkommen zur geführten Meditation zum Astralreisen. In den nächsten Minuten wirst du in einen tiefen meditativen Zustand gelangen und eine tief verborgene Bewusstseinsfunktion aktivieren. Dies erlaubt dir, mit deinem Bewusstsein aus deinem physischen Körper auszutreten und so auf ferne Reisen jenseits der physischen Gesetze zu gehen. Um dies zu ermöglichen, benötige ich jetzt deine volle wache Aufmerksamkeit. Bevor wir loslegen, stelle sicher, dass du die Hinweise zu diesem Meditationsalbum gelesen und verstanden hast. Diese findest du in der Videobeschreibung. Dort findest du im Übrigen auch das vollständige Meditationsalbum mit 4 weiteren Astralreisen-Meditationen zum Download in bester Audioqualität. Je öfter du dir diese Meditation anhörst, desto stärker kann sie auf dich wirken. Okay, lass uns nun mit der Meditation starten. Falls das Astralreisen noch kein Begriff für dich sein sollte, gebe ich dir hier eine kurze Einführung. Wenn du die Einführung schon kennst, findest du in der Videobeschreibung die Zeitmarke, um dies zu überspringen. Mein Name ist Andreas Schwarz, ich bin der Autor des Buches Astralreisen. Seit über 14 Jahren befasse ich mich schon mit diesem Thema und weiß ganz genau, welche Techniken notwendig sind, um dir das Astralreisen beizubringen. Bei einer Astralreise schläft dein physischer Körper ein und während du mit deinem Bewusstsein wach bleibst, öffnet sich eine Tür zur sogenannten Astralwelt. Dort bist du von deinem physischen Körper und der physischen Welt getrennt. Es existiert keine Schwerkraft, keine Materie, kein Raum und keine Zeit. Alles existiert aus reiner Energie. In diesem Zustand erweitert sich dein Bewusstsein. Du kannst mit deinem höheren Selbst in Kontakt treten und dir viele Sinnfragen beantworten. Da man an keine physikalischen Naturgesetze mehr gebunden ist, kann man durch Wände gehen, sich an ferne Orte teleportieren, Freunde besuchen, in die Vergangenheit oder Zukunft reisen und sogar verstorbene Verwandte treffen. Solltest du den Zustand der Astralreise abbrechen wollen, wenn du zum Beispiel eine negative Erfahrung machen solltest, kannst du diese Notfalltechnik verwenden. Atme dann einfach oft hintereinander schnell ein und aus. Dies signalisiert deinem Körper Alarmbereitschaft und so löst sich der Zustand automatisch wieder auf. Mit diesem Wissen bist du stets in Sicherheit und kannst wieder zurückkehren, wann immer du möchtest. Wenn du noch weitere Informationen zum Astralreisen wünschst, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen Grundlagen-Videokurs. Diesen findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Bitte vergiss nicht, diese Meditation zu bewerten, wenn sie dir gefallen oder geholfen hat. Gerne freue ich mich auch über einen Kommentar, damit ich auch ein Feedback habe, um mich stets zu verbessern. Okay, lass uns nun mit der Meditation starten. Lege dich gemütlich auf den Rücken. Deine Beine liegen nebeneinander, leicht gespreizt. Deine Arme liegen seitlich neben deinem Körper. Schenke dir noch ein Lächeln, bevor wir beginnen, eine tiefe Entspannung einzuleiten. Benutze jetzt deine Aufmerksamkeit als Werkzeug. Lenke deinen Fokus auf deine Atmung und fülle deine Lungen vollständig mit Sauerstoff. Halte dann die Luft in der Lunge 1, 2, 3, 4 und atme langsam und genüsslich aus. Sehr gut. Noch einmal ein, halten und aus.
letztes Mal ein. Halten. Und aus. Sehr schön. Jetzt kannst du einem angenehmen Atemrhythmus folgen, der dich behütet, immer tiefer und tiefer in die Entspannung führt. Die binauralen Töne werden dir dabei helfen. Die Atmung ist ein perfekter Begleiter während der Meditation, damit du immer tiefer und tiefer entspannen kannst und dein Körper beginnt einzuschlafen. Dies darfst du einfach zulassen. Bleibe mit deinem Bewusstsein dabei stets wach. Du kannst dir vorstellen, dass du mit jedem Atemzug neue, frische Energie aus der Umgebung aufnimmst. Beim Ausatmen lässt du von jeglicher Spannung los und sinkst immer tiefer und tiefer in absolutes Wohlbefinden. Stelle dir nun eine Seifenblase vor, die über deinem Kopf schwebt. Auch wenn du sie nicht sehen kannst, kannst du ihre Anwesenheit spüren. Sie glitzert und funkelt, während sie das Licht der Umgebung spiegelt. Sie strahlt Reinheit und Sauberkeit aus und wird dir jetzt dabei helfen, deine Gedanken zu reinigen und loszulassen. Richte deine Aufmerksamkeit nun wie ein Scheinwerfer auf deine Gedanken. Trete einen Schritt zurück und beobachte einfach nur, welche Gedanken auftauchen. Ohne dein Zutun. Beobachte und wenn du einen Gedankenimpuls findest, fixierst du diesen kurz mit deiner Aufmerksamkeit. Beobachte den Gedanken und empfinde diesen nach. Beobachte diesen Gedanken so, als ob du ihn mit einer Pinzette oder deinen Fingerspitzen in deinem Kopf festhältst. Dann kannst du den Gedanken in die Seifenblase stecken und davon loslassen. Dabei spürst du beim nächsten Ausatmen, wie du bildhaft leichter geworden bist und dein Körper tiefer und tiefer entspannt. Nun richtest du wieder den Scheinwerfer aus und beobachtest, bis der nächste Gedanke zu sehen ist. Wenn wieder einer auftaucht, halte diesen kurz fest, beobachte und stecke diesen dann in die reinigende Blase. Atme aus und entspanne deinen Körper noch tiefer. Dann richtest du wieder deinen Scheinwerfer aus, beobachtest, steckst den Gedanken wieder in die Blase und atmest tief aus.
Ich lasse dir für diese Übung etwas Zeit. Auch wenn es scheint, dass kein Gedanke mehr auftaucht, bleibe stets achtsam und beobachte ganz konzentriert. Reinige deinen Geist vor wiederkehrenden Gedanken. Sehr gut. Stelle dir jetzt vor, wie deine Gedankenblase immer leichter und leichter wird und höher schwebt. Nun bist du bereit für die nächsten Schritte. Wir beginnen uns nun der Astralwelt zu nähern, indem wir deinen physischen Körper einschlafen lassen. Dein Bewusstsein bleibt wach, indem du weiterhin meiner Stimme folgst. Wenn du im Laufe der Meditation merkst, dass deine Gedanken abschweifen, führe sie einfach wieder zu deiner Atmung zurück und fahre mit der Meditation fort. Die Atmung wird dir wieder neue Energie in Form von Wachheit und Konzentration schenken und dir dabei helfen, wieder tiefer und tiefer zu entspannen. Störende Gedanken kannst du nach oben in Richtung Seifenblase schicken. Jetzt hast du noch einmal die letzte Gelegenheit, deinen Körper zu bewegen und deine Liegeposition bequemer zu gestalten. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch so liegen bleiben. Wähle eine bequeme Position, in der dein Körper schnell und einfach einschlafen kann. Ich werde dir jetzt Affirmationen aufsagen, auf die du deine volle Aufmerksamkeit richten kannst. Betrachte die Bedeutung jedes einzelnen Wortes und spüre die Botschaft, die dir der Satz vermittelt. Nachdem ich den Satz aufgesagt habe, kannst du diesen in deinem Geiste wiederholen, damit sich dieser besser festsetzen kann. Ich wiederhole jede Affirmation einmal, um ihre Wirkung zu verstärken. Lass uns beginnen. Heute begebe ich mich auf eine wundervolle Astralreise. Heute begebe ich mich auf eine wundervolle Astralreise. Ich verlasse jetzt meinen Körper und gehe mit dem Bewusstsein auf Reisen. Ich verlasse jetzt meinen Körper und gehe mit dem Bewusstsein auf Reisen.
Mein Körper schläft ein und ich aktiviere jetzt meinen Astralkörper. Mein Körper schläft ein und ich aktiviere jetzt meinen Astralkörper. Sehr gut. Nun ist dein Unterbewusstsein vollkommen auf die Astralreise fokussiert. Lass uns nun den Theta-Bewusstseinszustand einleiten. Dazu verwenden wir eine spezielle Visualisierungstechnik. Achte jetzt darauf, dass du weiterhin mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer entspannst und deinen Körper einschlafen lässt. Vor allem beim Ausatmen spürst du, wie es deinen Körper immer tiefer und tiefer in den Schlaf zieht. Währenddessen beobachtest du den schwarzen Raum hinter deinen geschlossenen Augenlidern. Wenn du dich stark genug konzentrierst, kannst du ein leichtes Flimmern oder Flackern erkennen. Vielleicht tauchen kleine Lichtblitze oder geometrische Figuren auf. Halte mit deiner Aufmerksamkeit, als ob sie wieder ein Scheinwerfer wäre, Ausschau nach diesen inneren Wahrnehmungen. Sei konzentriert und achtsam. Wenn dein Fokus abschweift und deinen Gedanken folgt, kannst du den Gedanken einfach wieder loslassen und zurück zur Visualisierung kommen. Um diese Hypnagogenerscheinungen zu verstärken, kannst du deine Augen benutzen. Diese kannst du langsam intervallförmig hin und her bewegen. Ähnlich wie wenn du dich in einer REM-Schlafphase befinden würdest. Nicht zu schnell, sondern langsam, gemütlich und unkontrolliert. Lass es einfach geschehen. Lasse die Augenbewegungen zu, die sich für dich intuitiv richtig anfühlen. Halte mit deinem Achtsamkeitsscheinwerfer Ausschau nach den hypnagogen Erscheinungen. Nach Punkten oder Formen, die sich im Raum hinter deinen Augenlidern bilden. Lasse sie immer stärker und stärker werden. Achte auch auf auditive Wahrnehmungen. Vielleicht kannst du Geräusche hören, Konversationen, vibrierende oder knallende Geräusche. Achte auch auf das, was du fühlen kannst. Vielleicht verspürst du ein vibrierendes Gefühl, eine schwingende Energie, die durch dich hindurchdringt. Lasse deinen Körper tiefer und fester einschlafen, während du dich weiter auf deine innere Wahrnehmung konzentrierst. Lasse intuitiv das in Erscheinung treten, was auftaucht.
Lasse die visuellen Eindrücke zu Traumfragmenten werden. Betrachte das, was auftaucht, wie als ob du vor einer Diashow sitzen würdest und Bild für Bild, Eindruck für Eindruck auftaucht und durchwechselt. Lass es einfach geschehen und spüre, wie du immer tiefer und tiefer in die innere Welt, in die innere Wahrnehmung eintauchst. Du fühlst dich absolut wohl dabei und genießt diesen Zustand. Beobachte weiterhin und gelange immer tiefer und tiefer in den Theta-Bewusstseinszustand. Die Musik im Hintergrund hilft dir dabei, die innere Wahrnehmung zu intensivieren. Lasse einfach zu und beobachte, während dein Körper langsam einschläft. Nun beginnen wir, das Tor zur Astralwelt zu öffnen. Nimm nun die groben Umrisse deiner Raumumgebung wahr, so dass du es energetisch spüren kannst. Bleibe weiterhin in diesem tiefen, entspannten Zustand. Spüre die Energie deiner Umgebung in deiner inneren Wahrnehmung. Du kannst die Größe des Raums spüren, die Möbelstücke und die Gegenstände im Zimmer. Sie strahlen eine Energie aus, die in deiner inneren Wahrnehmung in Erscheinung tritt. Du nimmst auch die Energie in deinem Körper wahr. Du spürst, wie sie sich hin und her bewegt, dass die Energie stets im Fluss ist. Beobachte diese innere Wahrnehmung. Spüre intensiv nach, während du dich absolut frei und gelassen fühlst. Du beginnst loszulassen. Die Energie in dir dehnt sich aus. Sie beginnt immer schneller und intensiver zu werden. Du fühlst dich absolut klasse und beginnst dich mit dem Raum in Verbindung zu setzen. Dein Bewusstsein dehnt sich aus. Du bist nicht nur die Energie im Körper, sondern auch die Energie im ganzen Raum.
dehne dich immer weiter und weiter aus. Lasse deine Überzeugungen los und beobachte einfach nur. Nur das reine Sein bleibt übrig. Die Energie deines Körpers beginnst du nun zu beeinflussen. Erzeuge eine leichte Wippbewegung von links nach rechts und wieder hin und her. Bewege nur die Energie. Löse so langsam und allmählich die Energie bzw. den Astralkörper von dem physischen. Beginne mit langsamen Bewegungen und lasse sie immer stärker werden. Der physische Körper liegt schlafend im Bett. Bewege nur deinen Astralkörper hin und her. So kannst du dich langsam aus deinem Körper rollen und dich dann in der Astralwelt frei bewegen. Lasse dir dafür die Zeit, die du benötigst. In der Astralwelt kannst du dann damit beginnen, deine Sinne zu schärfen und Klarheit aufzubauen. Die Musik wird dich weiter begleiten. Ich lasse dich hierbei nun ungestört. Viel Spaß auf deiner Astralreise und bis zum nächsten Mal.